Wenn du das Buch der Psalmen liest, dann wirst du sehr bald feststellen, dass es dort eine ganze Reihe von Psalmen gibt, die Rachepsalmen sind, Kriegspsalmen sind. Psalmen, in denen die Vernichtung des Gegners von Gott erbeten wird, in dem die Schwierigkeit der Situation, der Bedrängnis beschrieben wird und in dem Gott einfach angefleht wird, wirklich den Gegner so richtig auszulöschen. Manchen unserer heutigen Christen fällt das schwer nachvollziehen zu können, auch von der Wortwahl her. Ja? Um was geht es da? Warum werden da die Gegner derart scharf attackiert? Warum wird Gott zu solch einer völligen Vernichtung aufgerufen? Nun, du musst sehen, die Psalmen sind prophetisch zu verstehen. David, von dem die meisten Psalmen stammen, ist eine hochprophetische Person. Und er erlebte im Realen, im Natürlichen, diesen absolut lebensbedrohlichen Kampf. Da war der Feind und er wollte ihn vernichten. Und es gab keine Grauzone, es gab keine Möglichkeit zur Koexistenz. Entweder der Feind oder ich. Dazwischen gab es nichts. Und so aus diesem Gefühl heraus sind die Psalmen geschrieben worden. Lieder, hochemotional, die so richtig dieses Gefühl der Bedrängnis zum Ausdruck bringen. Spontan, unverfälscht. Hier geht es nicht um irgendeine theologische, abgehobene Diskussion, sondern es ist so richtig was aus dem Herzen herauskommt. Ganz, ganz aus dem tiefen Inneren herauskommt. Deshalb sprechen auch die Psalmen so sehr unsere Herzen an, weil sie nicht über den Kopf gehen, irgendwelche abgehobenen ideologischen Dinge betreffen, sondern so richtig aus der Situation heraus an unser Herz herangehen. Nun musst du wissen, was David damals im Natürlichen erlebte, das erleben wir heute ganz genauso im Geistlichen. David hatte einen natürlichen Kampf mit natürlichen Feinden, wo er natürliche Waffen, natürliche Schwerter eingesetzt hat. Wir haben heute einen geistlichen Kampf gegen einen geistlichen Feind und wir müssen geistliche Waffen, ein geistliches Schwert, nämlich das Wort Gottes, einsetzen. Aber der Kampf ist genauso real. Unser Feind, die Mächte des Bösen und der Finsternis, wollen uns genauso auslöschen und genauso vernichten, wie sie im natürlichen David vernichten wollten. Es gibt auch hier keine Koexistenz, keine Grauzone. Und deshalb müssen wir stehen und dem Feind widerstehen. So heißt es beispielsweise, meine lebendigen Feinde sind stark und zahlreich sind, die ohne Grund mich hassen. So eine Aussage können viele Christen nachvollziehen. Die sagen, da sind starke Feinde, da sind starke Mächte, die gegen mich stehen. Da ist etwas, was gegen mich steht, was mich fertig machen will, was mich runterziehen will. Finanzielle Schwierigkeiten, Mobbing, Krankheitsnöte, Beziehungsschwierigkeiten, alles Mögliche, was einfach wie ein starker Feind um mich herum ist, um mich zu vernichten, um mich fertig zu machen. Oder zahlreich sind die, ohne Grund mich hassen. Einfach finstere Mächte, die mich hassen und vernichten wollen. Das ist etwas, was wir erleben im Geistlichen. Und so müssen wir die Psalmen verstehen, so müssen wir die Psalmen lesen. Wenn es da beispielsweise heißt, viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Das ist etwas, was manche Christen ganz real erleben, im Geistlichen. Etwas, was sie umzingelt, etwas, was das Maul gegen sie aufreißt, etwas, was sie zu verschlingen droht, etwas, was sie bedrängt. Und ich lade dich einfach ein, dass du dich mit den Psalmen mehr beschäftigst, unter diesem Gesichtspunkt, sie geistlich zu verstehen. Und dann verstehst du auch, warum David oder wer immer die Psalmen da geschrieben hat, den du gerade liest, den Herrn anfleht, dass dieser Feind vernichtet wird. Genauso wie der Feind in deinem Leben vernichtet wird, wie die Sucht in deinem Leben vernichtet werden muss, wie die Armut in deinem Leben vernichtet werden muss, wie die Krankheitsmacht in deinem Leben vernichtet werden muss oder was immer das Maul gegen dich aufreißt und dich bedrängt.
Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Lies die Psalmen und nimm sie als Wort Gottes, als Schwert gegen den Feind, der gegen dich aufsteht. Nimm gerade diese Psalmen und proklamiere sie für dich gegen den Feind. Und du wirst sehen, Gott hat viel, viel mehr für dich.